Ich nehme jetzt nicht an, dass die Zellentür einfach offen ist. Okay. Da geht's raus. Ich schau nur mal da hinten. Da ist nichts, okay. Das ist eine tote Tür. Verhörraum. Verdächtiger Edward verwischt im Fall des Mordes an Susan und Theodore Dowell Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson durchgeführt. Nach vielen Versuchen der Kontaktaufnahme mit dem Verdächtigen haben wir noch keinerlei Informationen. Der Beschuldigte lächelt die ganze Zeit und wiederholt undeutlich den Satz, der Albtraum ist vorüber. Sein Augenlicht scheint erloschen, er erhält keinen Augenkontakt zu seinem Gesprächspartner, scheinbar weiß er nicht, wo dieser sich befindet. Ohne forensischen Psychologen werden wir keine weiteren Informationen erhalten. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Fall auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert wird. 1977. It smells like flypaper. Chlorpikrin. Daher ein Straßenverkehr draußen. Ist nicht bei mir, das ist im Spiel. Was haben wir da für eine Tür noch? Keine, die sich öffnen lässt. Acadian Ambulance Service Incorporated. Build your family or individual ambulance service membership mit $15 per Jahr. Kannst du beitreten und den Ambulance Service erwerben. Levyside. Smells like Geraniums. Geraniums. Okay. Detective Office. So, was haben wir da? Zeugenaussage des, also 17. Mai 77. Zeugenaussage des Zeugen Stephen Dowell über den Mord an Susan und Theodore Dowell. Verhörprotokoll. Das Verhör wird vom Kriminalkommissar Samuel Wilson durchgeführt. Ja, ja. Der Zeuge wirkt erschüttert, es gibt kaum vernünftigen Kontakt mit ihm, was in seiner Situation verständlich ist. Er hat uns nichts gesagt, was wir nicht schon wüssten. Nach dem Mord gab es viele Kommentare aus der Welt der Psychologie in der Presse. Der Zeuge erwähnte nur, dass seine Therapie gegen seine Persönlichkeitsstörung sehr unwirksam war. Er hat es nicht kommentiert. Okay. Da hängt ein auffällig weißes Foto, aber wir können es leider nicht anschauen. Und wir haben ein Schloss, das heißt wie der Bruder vom Tor. Loki. I-Loki, okay. Internet Connected Lock. Ah, einmal hinüber, einmal rüber, einmal hinüber. XX, okay. Einmal hinüber, einmal. Blödsinn. Rechts. Links, rechts. Rechts, links, rechts. Nein. Was soll das heißen? Da stehen keine Zahlen. X. 10 heißt das wahrscheinlich. Rechts drin bis zur 10. Was auch immer.
Ich hab da keine 10. Also 3, 1. Haben wir da einen Schlüssel? Wir haben einen Schlüssel. Wo brauchen wir den Schlüssel? Da nicht. She may look clean, but pickups good time girls, prostitutes. Na toll. Ach, so eine ist das. Das ist der Code vom Safe. Alles klar, den haben wir jetzt eh schon offen. Okay. So wäre das einfacher gegangen. Okay. Gut, und da gehen wir aber nicht raus. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ist ja nichts versperrt. Was haben wir da jetzt? Da haben wir Good. So maybe you would tell us about your authorial therapy. What do you think, Mr. Dow? Can you hear me? It's better now, isn't it? So, can we continue? Great. Did you know that Susan Dow was pregnant? Pregnant? Schwanger? Vom Edward? Okay. Gott, lesen wir einmal da, was geht's denn da? 16.77, 16. Mai 77. Verdächtiger Edward verwischt im Fall des Mordfalls an Susan und Theodor Torwell Feuerprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson und der forensischen Psychologin Vanessa Green durchgeführt. Dank Frau Green konnten wir Kontakt mit dem Verdächtigen herstellen. Es wurde herausgefunden, dass er ledig ist und als Gärtner bei den Dowells arbeitet. Er sagte, dass er in den letzten Monaten eine Therapie gemacht hat, die ihn von seiner gespaltenen Persönlichkeit heilen sollte. Er gab zu, dass er seiner Frau und sein Kind getötet hat, aber, wie er betont, er tat es in seinem Traum, da Dr. Dowell es ihm befohlen hatte. Es war ein Teil seiner Therapie. Wir machten endlich Fortschritte. Es ist wichtig, dass wir mit Dr. Toll sprechen. Hä? Haben wir ihm das in Hypnose suggeriert? John, ich weiß, morgen ist Bowmans Schicht. Daher verstecke ich den Schlüssel für die Türen an einem sicheren Ort. Sag ihm nichts davon, lass ihn ein wenig durchdrehen. Okay. Aber was mache ich mit dem Schlüssel? Die Frage ist, was mache ich mit dem Schlüssel? Ich finde nirgends eigentlich eine Tür, wo ein Schlüssel reinpasst. Vielleicht gehört es zu einem Schrank, ich habe keine Ahnung. Mal da irgendwo, warte mal, was ist da? Na toll. Nein, 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 nein.
Resident Evil, grüne Pflanze, heilt euch. Ja, schaut aus wie ein Gesicht, zwei Augen, Nase, langgezogen, Löwe, was auch immer. Irgend sowas ähnliches. Nichts, wo ein Schlüssel passt. Wo könnte dieser Schlüssel passen? Habe ich irgendwas übersehen? Da ist nix. Da ist nix. Da ist auch nix. Kasten nicht. Das ist der Code. Nein. Nein. Nichts. Nichts. Anderes Büro. Nein. Nein. Nö. Und da haben wir ja das alles drinnen gehabt. Was ist denn das für Licht da oben? Okay, nichts. Ja, witzige Geschichte, ne? Man, jetzt stehen wir das erste Mal richtig an. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Normalerweise ist es so, dass man was findet, was man aufsperren soll. Aber man weiß halt nicht, wo der Schlüssel ist. Jetzt haben wir einen Schlüssel gefunden und wissen halt nicht, wo was zum Aufsperren ist. Das ist einmal das Ganze andersherum. Und diese Türen, die tun nichts. Was ist... Das ist die Zelle. Jetzt haben wir die eine Zelle aufgemacht, alles klar. Ja, ja, ist schon gut. Listen, Bowman, give me some creeps, Doctor. I won't manage alone. Wo sind wir jetzt? In einem neuen Gebäude. Ausgabe Juni. Die Untersuchungen, die von dem Team von Dr. Maslow vorgenommen werden, sollten nicht in den Ermittlungen verwendet werden. Dr. Maslow könnte auf den Prozess Einfluss nehmen, um seinem Freund zu helfen, sagt Dr. Bandura. Dr. Doyle, der sowohl für seine umstrittenen Behandlungsmethoden als auch für seine mögliche Verantwortung am Tod einer früheren Patientin bekannt, fügte er hinzu. Nein. Gerichtssaal, da haben wir ihn. Da will niemand drinnen sein. Weder als Zeuge noch sonst irgendwo. Mit sowas will man eigentlich nichts tun haben. Against Edward Hume about Susan Dowell and Theodore Dowell's murder. Do the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial is started? I would like to enclose the report about my client's insanity to the evidence, as well as recordings made by Dr. Dowell during the therapy. Mr. Edward, could you tell us about the relation that was between you and Mrs. Susan Dowell, Dr. Stephen Dowell's wife, that tried to cure you? I would like to enclose documents from Susan Dowell's autopsy to the evidence. Basing on these, Your Honor, as well as the jury can get to know that the victim was pregnant with the defendant. Schwanger vom Angeklagten. Da haben wir nix. 21.05. Verdächtiger Stephen Dell hast, sagt die. Also nicht Dowell, sondern Dell. Sagen wir jetzt da, Dell, okay, im Falle des Mordes an Susan und sie oder Dell, Verhörprotokoll. Das Verhör wird von Kriminalkommissar Samuel Wilson und dem forensischen Psychologen Richard Jackson durchgeführt. Nach dem Hinzufügen neuer Beweise, und zwar dem Autopsiebericht von Susan Dell, wissen wir, dass sie im ersten Monat ihrer Schwangerschaft war. Der Vater ist der Verdächtige Edward. Da wissen wir keinen Nachnamen, komischerweise. Ist immer verwischt und da war das Knacken im Mikrofon.
Wir haben herausgefunden, dass Steven ein Motiv und die Fähigkeit besaß, Edward zu manipulieren. Der Verdächtige zeigte während des Verhörs keinerlei Kontakt zu den Befragenden. Er durchlief ambivalente Zustände von Hysterie bis hin zur völligen Apathie. Der beim Verhör anwesende Psychologe entwickelte während des Verhörs die These, dass Mr. Dell Geisteskrankheit durch viele traumatische Erlebnisse in kurzer Zeit ausgelöst wurde. Was spüren wir für eine Rolle bei dem Ganzen? I opened the trial against Stephen Dowell about malpractice against Edward, which caused Susan and Theodore Dowell's death. Did the prosecutor and counsel wish to say anything before the trial has started? My client, as a doctor, always takes care about patients' welfare. In the enclosed evidence, Your Honor may read about many difficult cases that have been cured by the defendant. He was trying to cure his protege at any cost to ease the pain. Your Majesty, I would like to enclose to the evidence the description of one therapy conducted by the defendant, which, as we can read, also finished with a failure. The girl, with similar illness like Edward, who under the influence of the therapy made suicide. And did the defendant realize that his wife was pregnant, not with him, but with Edward? Ja, die Frage ist, ob er das gewusst hat. Okay, das heißt, wir müssen wieder zum Telefon. Das haben wir schon. Haben wir das schon gelesen? Ausgabe Juni. Die drei Dinge, die meinem Freund widerfahren sind, hatten einen sehr schlechten Einfluss auf seine geistige Gesundheit, sagt der Dr. Abraham Maslow. Ein Freund des Beschuldigten, der verdächtigt wird, Dr. Stephen Dell so manipuliert zu haben, dass er seine Familie ermordet hat. Was? Was? Die tragischen Dinge, die meinem Freund widerfahren sind, sagt der Abraham Maslow, hatten einen sehr schlechten Einfluss auf seine geistige Gesundheit, sagt Dr. Abraham Maslow, ein Freund des Beschuldigten, der verdächtigt wird, Dr. Stephen Dell so manipuliert zu haben, dass er seine Familie ermordet hat. Das heißt, der Abraham Maslow hat den Stephen Dell, also uns, so manipuliert, dass er... Wer ist dann der Edward? Ich widerspreche den Gerüchten, dass Stephen seine mentalen Beeinträchtigungen nur vorgespielt hat. Ich und andere Psychologen und Psychiater, die ihn nicht kannten, haben ihn akkurat untersucht. Hat man da Abraham Maslow den Edward eingepflanzt? Was spielt der Abraham für eine Rolle jetzt auf einmal? Das ist eine komplett neue Situation. Interessant. Ach du Arsch, verwöhne dich nicht dauernd. Bin mitten in einem Spiel, kannst nicht dauernd anrufen. Okay, jetzt kommt Licht in die Sache. Deshalb ist es so hell. Jetzt kommt immer ein wenig Licht ins Dunkel. Steven, can I see you in my office? Moment. Das ist eher Sackgassen. Die Tür geht eh nicht auf, wir können eh nicht da rein. Dann schauen wir mal.
Mutter und ihr 7-jähriges Kind ermordet. Das kennen wir schon. Wurden vom Familienvater begangen. How are you feeling today? Everything's okay? I think it's time to show you something. Let's go to the next room. Have a seat and make yourself comfortable. Vom Familienvater? Jetzt taucht plötzlich der Edward überhaupt nicht mehr auf. Relationship started to pass away suddenly. Stephen treated me like a lodger, unwanted person, with whom he lived because it was a kind of interest. And I started to live on memories and projections that were so beautiful in my head, so perfect. Stephen was in them like years before, like when we moved into our new house and we planned to make a big garden only for us. These memories made me stronger, helped me to survive and wait for tomorrow with hope. First time, I thought that maybe I'm only dreaming, or the projections about him became ridiculously strong. He came to me like before, smiling, happy, with sparkles in his eyes. Similar situations repeated in the next weeks, and I, instead of looking for their source, was waiting till my loving Stephen came back, just for a while, to feel like before, like years ago. At the beginning of our relationship, Stephen often told me about interesting things from the psychology ward. During his studies, he met with a case of a patient with multiple personalities. I remember well this case because it seemed to be very exciting. So many different personalities in one body that differ in IQ, beliefs, talents, and even visual acuity. I hid my husband's illness to meet with Eddie, his second personality, to feel happy. Just for a while, to fulfill my dreams. During our romance, we often met in the garden. Today, I again talked with Eddie. He is in very bad condition. Stephen's therapy started to even scare him, he says. He must make terrible things to be cured and finally take a breath. As a last resort, I will send this recording to Abraham. Es ist der Edward sehr wohl, unsere zweite Persönlichkeit, wie ich es mir schon gedacht habe. Das ist die Bestätigung. Wir haben zwei Persönlichkeiten. Einen Edward und einen kranken Stephen. Wieder wie beim Anfangsbild. RIP Unknown. Rest in Peace Unbekannt. Hast du das? Langsam stürzt unsere Welt ein.
das war's. Somit hat sie aufgeklärt, wir haben multiple Persönlichkeit gehabt. Wir waren geisteskrank. Wir haben uns so in die Arbeit hineingesteigert, dass wir zweite Persönlichkeit geboren haben, den Edward. Der Edward, mit dem hat sie unsere Frau zufrieden gegeben. Der Stephen war dann so geisteskrank, dass er seine komplette Familie umgebracht hat. Weil er einfach anscheinend auf seine zweite Persönlichkeit so eifersüchtig war und alles. Vielen Dank fürs Spielen. Teile dein Feedback mit uns in der Steam-Community. Okay. Jo. Schauen wir mal. Kommt noch was? Nö. Das war auf jeden Fall Rise of Insanity. Ein kurzer Horror-Ausflug für die Freunde des Gruselns unter euch in die tiefkranke Seele eines Mannes oder zwei Männer, gezeichnet von Mord an seiner Familie, Sohn erdrosselt, Frau erstochen. Nicht einfach, aber so ist es vielleicht ein bisschen möglich, auch wenn man das gar nicht möchte, sich visuell hineinzuarbeiten, was in so einem Menschen abgeht. Gefangen im eigenen Geist, gefangen in der eigenen Verrücktheit, im Wahnsinn. Keine Verbindung mehr zur Außenwelt. Man hat ja gehört bei den Verhören, dass er keinen Augenkontakt, nichts mehr gehabt hat, dass er eigentlich nur mehr in sich selbst gefangen war. Und wahrscheinlich auch nicht einmal wirklich mitbekommen hat, was er alles getan hat. Ja, die Therapiemethode, die er angewandt hat, ist, kann man letztendlich sagen, nach hinten losgegangen. Heftige Story. Trotzdem haben wir es durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Streams Final Fantasy 15 und Shadow Warrior 2 gehen ja nach wie vor weiter. Die werden wir bald fertig haben. Und dann werden wir wieder unter der Kategorie Grusel irgendwas finden. Vielleicht wieder so Short Story, bis wieder ein richtiger AAA-Titel kommt. Dann werden wir den nehmen. Aber ich möchte einfach ein bisschen auch das Genre abdecken von all unserer Familie. Es gibt eben Grusel, Horror-Fans, Krimi-Action-Fans, Fun-Spaß-Fans, Splatter-Fans, was auch immer. Ich versuche da wirklich alles reinzubringen. War eine kurze Staffel, aber trotzdem werden wir es jetzt komplett rendern und online stellen, damit ihr euch das gleich reinziehen könnt. Ja, und ansonsten bleibt mir gewogen, bleibt mir vor allem gesund. Das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit. Alles andere kommt von selber. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Euer Salonix.